Einen wunderschönen guten Morgen. Bitte bereiten Sie sich auf Ihre Abfahrt vor. Diese ist um 10.10 Uhr und damit eine angenehme Fahrt. Und gleichzeitig auch hallo und herzlich willkommen im Train-Simulator, und zwar auf einer der schönsten Strecken in Norddeutschland, nämlich auf der Strecke zwischen Husum und Westerland auf Sylt. Die Reise führt uns heute mit dem DB-Autozug bzw. dem DB-Sylt-Shuttle über die Strecke zwischen Westerland auf Sylt und Nibül. Ab Nibül wird ein Kollege den Zug übernehmen und ihn dann bis nach Husum weiterfahren. Ja, wir haben vorne dran die 218 und zwar gleich zwei Stück. Einmal eine wunderschöne verkehrsrote Lok und einmal eine Lokomotive in dieser beige bzw. ozeanblauen Farbgebung oder Türkis und hinten dran natürlich den klassischen DB Sylt Shuttle Autozug. Ja, wir setzen uns direkt in die Lokomotive hinein und warten auf weitere Anweisungen, beziehungsweise rüsten natürlich die Lokomotive auf. Mit Shift B aktivieren wir die Batterie, sowohl von der vorderen als auch der hinteren Lokomotive. Hier der FDL Westerland, 1421 ist mitgehört. Autozug ist fertig gemeldet, Ausfahrt nach Signalstellung. Alles klar, Ausfahrt nach Signalstellung, wunderbar. So, ich habe ganz kurz eine Schnellbremsung eingeleitet und zwar aus dem Grund, weil wir hier im Simulator bitte noch die Bremsart verändern wollen. Ich gehe hier ausnahmsweise mal in die Bremsstellung R mit Hochabbremsstellung H, beziehungsweise mit hydrodynamischer Bremse so rum, also Hochabbremsstellung R und hydrodynamische Bremse H. Ist jetzt hier einfach mal so eingestellt. Bremse lösen wir teilweise wieder aus, damit wir nicht losrollen, lassen wir die natürlich leicht angelegt. Und entgegen kommt uns noch was richtig Schönes, nämlich die 218-418, getauft auf den Namen Blümchenwiese bzw. Paradiesvogel vom ehemaligen DB-Touristikzug. Hinten dran hängen hier allerdings keine Touristikzugwagen, sondern Wagen ja, von DB Regio, ganz normale Innenwagen mit einem Karlsruher Kopf, einem Karlsruher Steuerwagen am Schluss. Genau, der fährt hier in Westerland auf Sylt ein und ja, da der in den Bahnhof reingefahren ist, heißt das für uns, dass wir eigentlich gleich los können. Wieso eigentlich? Ganz klar, weil wir dazu natürlich noch die Lokomotiven aufrüsten müssen. Und genau das machen wir jetzt auch. Der Fahrtrichtungssender wird in die Vorwärtsstellung verlegt. Die beiden Leuchtmelder sowohl für die Höchstgeschwindigkeit als auch die Störeinrichtung leuchten auf. Mit I und L aktivieren wir die Instrumentenbeleuchtung beziehungsweise die Führerraumbeleuchtung. Fahrgäste haben wir hier vorne nicht drin, außer natürlich dich. Und dann würde ich sagen, genau, können wir die PZB einschalten mit Shift und 8. Zusätzlich möchten wir natürlich noch die Motoren starten. Wir starten allerdings zuerst den Motor 2, also den von der hinteren Lokomotive, damit wir das hier vorne nämlich auch noch hören. Denn wenn der Motor hinten anläuft, dann sollte hier vorne alles ruhig sein, ansonsten bekommen wir das nämlich gar nicht mit. Und zusätzlich wechseln wir noch die PZB-Zugart, und zwar in die mittlere Zugart, weil wir hier heute eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km pro Stunde haben. So, dann kommt die Rauchwolke. Sehr schön, der Motor heult auf und ist gestartet. Zusätzlich können wir noch die Spitzenbeleuchtung bei der ersten Lokomotive einschalten und idealerweise natürlich auch noch die erste Motorengruppe, den Motor von unserer führenden Lokomotive. Auch hier einen Moment Geduld. Und wenn der anspringt, naja, das hören und fühlen wir sogar auf der echten Lokomotive. So, und da kommt's. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. So, das Fensterchen können wir wieder zumachen. So, Abfahrt nach Signalstellung, hat er gesagt, der Kollege. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ist jetzt die Frage, wer von euch genau hingeguckt hat. Werden wir dann gleich sehen. Genau, Türen zu schließen sind keine. Wir haben heute nämlich den DB-Autozug hinten dran. Ich hoffe mal, dass alle Fahrgäste ihre Fahrzeugtüren geschlossen haben. Sowohl beim Bus als auch dem LKW als auch dem PKW. Und da uns der Abfahrauftrag ja eigentlich schon gegeben wurde, können wir los und brechen deswegen in Richtung Nibül auf. Die Bremsen werden gelöst,
die Bremsstellung war richtig, Handbremsen sind keine angelegt. Bremsprobe und sowas ist schon erfolgt. Der Leistungsschalter, den ich immer wieder vergesse, den schalte ich natürlich auch noch ein. Ansonsten geht es nämlich gar nicht los. Und jetzt, volle Kraft voraus, Captain Aha. Sehr schön. Zugkraft aufbauen, Zug strecken und dann geht's ja auf die gleichnamige freie Strecke hinaus. Jetzt kommt auch dieser wunderschöne, unverkennbare Anfahrsound der 218er. Und genau, mit gut aufgepasst meinte ich natürlich unter anderem auch das Signal hier vorne. Das gilt nämlich nicht für uns. Ist zugegebenermaßen auch etwas trickreich gewesen, diese Frage. Man muss etwas auf die Weichenstellen gucken, je nachdem wie die Weichenzungen liegen. Und die Weichenzungen führen uns eben, oder die Weichenzunge führt uns eben in Richtung dieses Ausfahrsignals hier vorne, was eben in Stellung HP2 ist. Und da geht es dann für uns raus aus dem Bahnhof. Genau, Ausfahrt erstmal mit 40. Und wir beschleunigen auf die 40 hoch. Fahrstufe 10 passt auch wunderbar. Laut Anfahrtabelle könnten wir sowieso bis zur Geschwindigkeit von 10 km pro Stunde auf die Fahrstufe 13 gehen. Und ja, darunter eben, ich glaube 11 und 12 sind da angegeben. Oder ne, 12 und 13 sogar. Okay. So. Und dann verbleiben wir da bei den 40. Warten noch das PCB-Startprogramm ab. Und da werden unsere Lokomotiven, ja, über die Weichenverbindung geleitet. Und wenn wir den Weichenbereich dann verlassen haben und damit den Bahnhof ja, auch gleich, dann geht es auf Streckenhöchstgeschwindigkeit, die in dem Fall 100 km pro Stunde betragen sollte. Die erste Fahrstufe lassen wir mal ruhig drinne. Genau. Ja, beim Bremsen müssen wir heute ein bisschen aufpassen. Ich hatte es schon ein, zwei Mal, dass die Wagen vom Sylt-Shuttle-Zug rausgesprungen sind. Und zwar dann schon, wenn man eine reguläre Betriebsbremsung eingeleitet hat. Das ist hier in der Simulation, naja, mit den Wagen nicht ganz so gut abgestimmt, was Bremsungen angeht. Also da gibt es wirklich noch Problemchen, die, naja, ich meine, eigentlich so nicht auftreten sollten. Weil der Wagenverband, der hat eine so starke Dynamik in sich, der staucht sich so extrem stark, beziehungsweise streckt sich extrem stark. Deswegen muss ich mit den Bremsungen heute auch sehr, ich sag mal, vorsichtig sein, sehr, naja, sehr feinfühlig agieren, um das mal so zu bezeichnen. Mit den Zugstreckungen hatte ich jetzt hier noch keine Probleme. Also da gehe ich davon aus, dass wir ohne Probleme volle Zugkraft aufschalten können. Und gleich, falls diese Frage auftauchen sollte, nein, in der Realität sollten solche ja, Probleme nicht auftauchen. Da muss mit jedem Zug eine Schnellbremsung durchgeführt werden können, und zwar zu jedem Zeitpunkt. Das ist jetzt hier einfach eine Simulationsfrage, da ist, naja, wahrscheinlich in der Programmierung das eine oder andere nicht ganz so gelaufen, wie es vielleicht hätte laufen können. Und dann volle Kraft voraus. Höchste Leistungsstufe, Fahrstufe 15. Und dann geht es einmal in Richtung Hindenburgdamm. Genau, das ist auch das Wahrzeichen oder der wohl spektakulärste Abschnitt dieser Strecke. Aber dazu dann mehr, wenn wir auf dem Hindenburgdamm angekommen sind. Die Ausfahrt aus Westerland gestaltet sich eigentlich relativ einfach. Wir verlassen den Bahnhofsbereich und dann geht es direkt auf Höchstgeschwindigkeit. Was die Landschaft drumherum angeht, ja, wird es heute vielleicht nicht ganz so imposant. Das ist eben typisch norddeutsches Flachland, geprägt von Wiesen, hin und wieder ein paar Wäldern und der ein oder anderen kleinen Ortschaft. Ansonsten wird sich da nicht allzu viel zeigen. Genau, Bahnübergänge gibt es auch noch, Umspannwerke und. Aber es bleibt doch, ja, ich sag mal, relativ monoton, was eben die Landschaft angeht, ne? Aber das ist eben ganz klassisch und das ist auch das, was viele Urlauber suchen, wenn sie eben an die, in unserem Fall Nord- oder auch teilweise an die Ostsee eben reisen.
eben dieses Runterkommen ist das, was viele Menschen heutzutage im Alltag eben nicht mehr haben. Und gerade deswegen sehnt man sich da eben teilweise so ein bisschen nach Stille, nach Entspannung, wofür ja Urlaub auch gewissermaßen steht. Zumindest teilweise. Kommt halt darauf an, wie man den gestaltet. Ja, ansonsten ganz kurz noch was zum Zug. Wir fahren heute den DB-Auto-Zug oder beziehungsweise den Sylt-Shuttle-Zug, der ja auch von DB-Auto-Zug betrieben wurde. Der DB-Auto-Zug GmbH, wie sie bis 2013 existierte. Und ich meine, der Sylt-Shuttle oder das Sylt-Shuttle-Angebot wird mittlerweile von DB Fernverkehr betrieben, welche die, ich glaube, Personale und Lokomotiven auch bereitstellen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass da ja irgendwie was innerhalb dieses Konzerns hin und her geliehen wird. Auf jeden Fall, die DB Autozug GmbH existierte bis 2013 und fortan wurde eben das Produkt durch die DB Fernverkehrs AG dann weitervermarktet. Zusätzlich hinzugekommen ist auch noch RDC-Autozug. Die fahren mit Vectron-Lokomotiven auf der gleichnamigen Strecke und ergänzen eben das Sylt-Shuttle-Angebot von der Deutschen Bahn. Ist quasi ein privater Anbieter, privates Eisenbahnverkehrsunternehmen, was hier auch die Leistungen auf der Marschbahn fahren möchte. Genau, ganz klassisch auch auf der Strecke unterwegs sind die Intercity-Züge zwischen, jetzt muss ich überlegen, auf jeden Fall Westerland und ich meine Hamburg-Altona. Genau, das ist eine klassische Verbindung und ja, an sich ist halt die Strecke auch so immens ausgelastet, dass sie sogar zu den überlasteten Schienenwegen mitzählt. Sie ist im Überlastungsverzeichnis mit aufgeführt. Wer sich dafür interessiert, kann das auch mal ganz fix googeln. Da hast du dann so eine Liste mit sämtlichen Strecken in Deutschland, die eben aus fahrplantechnischer Sicht als überlastet zählen. Und man kann auch wirklich hier davon reden, dass es eigentlich kaum Zugpausen gibt und hier Bahnbetrieb im Akkord stattfindet. Und ja, die eigentliche Schwachstelle ist eben die Eingleisigkeit dieser Strecke, woran es eben auch immer wieder beim, Fahrplanangebot, was halt der Flaschenhals ist, ne? Und hier sieht man es ja eigentlich auch ganz gut. Wir haben jetzt eben hier in den Bahnhöfen eben die Zweigleisigkeit. Da können sich in der Regel dann Züge begegnen und die Streckenabschnitte sind eben dann größtenteils zumindest zwischen dem Hindenburgdamm und eben Westerland eingleisig. Und selbiges finden wir dann auch nochmal, meine ich, zwischen dem Hindenburgdamm und Niebüll. Hier haben wir jetzt zum Beispiel, ich meine, Zweigleisigkeit bis auf den Hindenburgdamm hinauf und dann, ich glaube, im ersten oder im zweiten Bahnhof hinter dem Hindenburgdamm wird es wieder eingleisig. Weil hier ist es zum Beispiel schön für die Züge. Hier können die sich auf offener Strecke begegnen. Da gibt es keine Schwierigkeiten oder irgendwas. Die können hier ohne Probleme Zugkreuzungen durchführen. Jedenfalls fahrplantechnisch. Und ja, auf eingleisigen Strecken oder auf eingleisigen Streckenabschnitten, muss man ja sagen, ist ja eine große, lange Strecke, die eben von Westerland dann in Richtung Hamburg führt. Da haben wir eben fahrplanseitig oder sollten fahrplanseitig die Kreuzungen in den zweigleisigen Abschnitten bzw. Bahnhöfen stattfinden und sogenannte Luftkreuzungen, die eben theoretisch eine Zugkreuzung auf offener, eingleisiger Strecke darstellen würden. Die sind sowieso nicht zulässig, jedenfalls nicht fahrplanmäßig und physikalisch geht das nämlich auch gar nicht, weil auf einer eingleisigen Strecke kannst du jeweils nur einen Zug pro Fahrtrichtung eben fahren lassen oder halt mehrere Züge in derselben Fahrtrichtung, aber eben in unterschiedlichen Signalblöcken. Oh ja, auch sehr schön, 218er im Doppelpack. Sandwich-Betrieb. Sehr cool.
Ja, und eben diese Luftkreuzungen, die sind halt verboten, aber wenn es sich fahrplantechnisch oder naja, einfach durch Verspätungen dazu dann ergibt, dass die Züge theoretisch auf der offenen Strecke, auf der eingleisigen Strecke kreuzen müssten, dann ist es natürlich so, dass ein Zug im Bahnhof stehen bleiben muss und eben warten muss, bis der andere Zug die freie Strecke geräumt hat, so dass der dann eben in der entgegengesetzten Fahrtrichtung diesen Streckenabschnitt befahren kann. Und gerade da war auch wieder das Stichwort mit drin, Verspätungen, denn es muss eben wirklich zu Verspätungen kommen, damit man dann bei so einer Luftkreuzung theoretisch sagen könnte, okay, dieser Zug hat Vorrang vor dem anderen und weil eben durch dieses Problem der Luftkreuzung in der Vergangenheit auch schon Unfälle entstanden sind, hat man sich dann eben dazu entschlossen, das nicht mehr zu machen. Jedenfalls nicht fahrplantechnisch. So, da oben kommt ein Segelflieger, sehr cool, einmal über die Nordsee hin drüber. Und damit auch über den allseits bekannten Hindenburgdamm, auf welchem wir gerade unterwegs sind. Das ist jetzt nämlich der Damm, der die Insel Sylt bzw. den Bahnhof Westerland mit dem Festland und damit Nibyl verbindet. Besonders bekannt ist natürlich auch dieser Damm geworden durch viele schöne Fotografien. Gerade von den 218ern, die hier vor dem Autozug eingesetzt werden bzw. wurden. Sehr bekannt auch das Marschbahnmonster, was eigentlich für die skandinavischen Länder ursprünglich entwickelt wurde, dann aber auch teilweise hier eben auf dieser Strecke zum Einsatz kam. Vornehmlich haben die aber dann die Merritt Pair-Wagen gezogen, also den Nahverkehr auf dieser Strecke abgehandelt, beziehungsweise auch den leichten bis mittelschweren Güterzugdienst. Denn hin und wieder verkehrten tatsächlich auch auf dieser Strecke Güterzüge. Das sind zwar keine Erzbomber oder Erzeugnisse der Montanindustrie oder so, aber es handelt sich dabei um, Benzin oder Treibstoffe, unter anderem auch für den Flughafen. Also sind so kleinere Güterzüge halt, ne? Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich glaube, das sind wir da sind wir doch selber schon mal gefahren. Mit der 261, meine ich, der Ford Gravita. Und dann eben Flugzeugbenzin hinten dran. Genau, das war ja so. Dürfte jetzt allerdings auch schon 2 oder 3 Jahre her sein. So, dann kommt die wahrscheinlich unangenehmste Blockstelle, die man auf dieser gesamten Strecke besetzen kann. Von hier aus wurden wahrscheinlich die Signale auf den Hindenburgdamm gestellt. HDM, Hindenburgdamm. Also ich möchte gar nicht wissen, wie man als Blockstellenwärter dann hier in die Blockstelle reingekommen ist. Entweder den Weg zu Fuß. Oder wenn man wahrscheinlich Glück hatte, hat einen dann einer von den Kollegen mitgenommen und dann, beim Zugpersonal eben vorher Bescheid gesagt, hier Kollege, du kannst mich schnell an der Blockstelle Hindenburgdamm absetzen. Und dann ist er da eben aus der Lok rausgehüpft oder aus einem Wagen, hat seine Blockstelle bezogen und den Kollegen abgelöst. Der ist dann wahrscheinlich wieder in den Gegenzug hinein und damit dann je nachdem, wo sie halt gewohnt haben, die Personale, ob auf dem Festland oder ob auf der Insel den jeweiligen Zug genommen. Aber anders kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, wie man hierher kommen soll, weil der Weg nebenan, ich denke mal, mit dem Auto ist der vielleicht schon zu befahren, aber gerade wenn man hier das Spiel von Ebbe und Flut beachtet, dann könnte es für das Auto doch ziemlich unangenehm werden, besonders dann, wenn der Meeresspiegel steigt. Ich meine, jetzt haben wir hier wahrscheinlich Ebbe. Soweit wie das Wasser weg ist. Auch da hinten auf dem Damm, es war jetzt nicht sonderlich nah, aber man konnte es eben in Sichtweite schon erkennen. Von daher wird das doch ziemlich interessant, wenn man das Auto dann einfach irgendwo am Damm parkt. Dann sollte man es zumindest noch irgendwie oben auf dem Damm parken. Definitiv nicht auf den Schienen, aber wobei ich glaube, der Damm ist
Ja, doch, der ist in echt gar nicht so breit. Ich weiß nicht, ob da das Auto Platz findet. Naja, sei es drum. Was aber auch sehr cool ist, das ist hier die Stelle, wo nämlich die Hochspannungsleitung dann in dieses Elektrizitätswerk hineinwandern und dann eben in solche Tiefsee- oder Unterseekabel oder beziehungsweise Untererdekabel halt hineinwandern, so dass dann eben die Stromverbindung oder die Elektrizitätsversorgung auf der Insel auch gesichert ist. Und auf der anderen Seite werden sie dann irgendwo wieder aus der Erde herauskommen. Aber man muss natürlich auch die Insel Sylt irgendwie mit Strom versorgen. So, da stehen sie schon, die begeisterten Eisenbahnfotografen, die hier reihenweise Züge ablichten können. Das ist auch mit einer ziemlich bekannte Fotostelle für Fotografen. Da wird man öfters mal als Lokführer fotografiert. Aber da gibt es allgemein im ganzen Netz so sehr berühmte Stellen, zum Beispiel jetzt hier eben der Dammanfang auf Nibüler Seite. Ja, dann was fällt mir jetzt spontan noch ein? Gemünden bei den Brücken, das ist sehr bekannt. Ja, also da gibt's so viele Fotostellen, die sehr bekannt sind, wo man einfach auch die Fotos, ich sag mal, reihenweise finden kann. Und der Hindenburgdamm, der ist eben, eine solche ebenfalls. So, da kommen Vorsignal Barken. Signal steht aber auf Fahrt erwarten, VR1. Alles problemlos. Und nicht nur durch die vielen Fotos hat natürlich der Hindenburgdamm an Aufmerksamkeit gewonnen, sondern auch dadurch, weil es eben die einzige Möglichkeit ist, kostengünstig bzw. auf direktem Wege die Insel Sylt zu erreichen, jedenfalls mit dem Auto. Denn eine andere Möglichkeit, um nach Sylt zu kommen, gibt es nicht wirklich. Man könnte natürlich argumentieren, okay, man kann auch mit dem Boot rüberfahren, mit einer Art Fähre. Wie lange das allerdings dauert, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist der Zug das schnellste und direkte Mittel eben, um mit dem Fahrzeug nach Sylt zu kommen. Und ich weiß nicht, wenn man vielleicht auch Milliardär ist oder Millionär, dann kann man sicherlich auch mit dem Helikopter sein Auto nach Sylt bringen lassen. Aber ich denke mal, dass es dann auch trotzdem der umgänglichere Weg ist oder der angenehmere Weg, das Fahrzeug per Zug eben nach Sylt zu bringen. Wobei es ja auch einfach immer wieder ein Erlebnis ist, eine Reise, die es definitiv wert ist, mit dem Autozug und vor allem auch mit dem Auto mal auf dem Zug in Norddeutschland unterwegs zu sein, damit einmal nach Sylt zu fahren. Und da geht es schon weiter. Eingleisige Strecke. So schaut's aus. In dem Fall hatten wir jetzt in Anführungszeichen Glück. Wir hatten jetzt keine Zugbegegnung im Bahnhof. So, hier vorne kommt ein Überwachungssignal, genau. Es wurde noch gar nicht angezeigt. Also es ist gerade erst aufgeploppt, nachdem ich dann eben die Überwachungstafel gesehen hatte. Die Rautentafel. Hier müssen wir mal die Leistung ein bisschen rausnehmen. Wir sind hier schon fast bei 108-109 Kilometern pro Stunde gewesen. Das sind 8-9 km/h zu viel. So, wir können den hier entspannt ausrollen lassen, da wird jetzt nichts passieren gleich. Ich schalte die Leistung schon mal langsam wieder auf, damit der Motor so langsam wieder an diese Belastung herangeführt wird. Das ist zwar keine hohe Belastung, der hier ausgesetzt ist, aber trotzdem ist es eben angenehmer und das Material wird nicht so stark strapaziert, als wenn man da zum Beispiel direkt die Leistung mit voller Zugkraft reinschmeißt. So, BÜ1, alles gut.
Wenn es blinkt, geht's weiter. Und auch nicht wundern, das häufige Zwischenspeichern hängt einfach damit zusammen, weil ich hier schon so davon ausgehen könnte, dass, naja, im schlechtesten Fall eben der Zug doch mal entgleist. Und zwar nicht aufgrund des besonders schlechten Fahrstils oder irgendetwas oder überfahrenen Signalen, sondern einfach aus dem Grund, weil, ja, wie gesagt, bei Bremsungen hier in der Zugcharakteristik Stauchungen und Streckungen entstehen, die wir eigentlich so nicht haben wollen. Die auch eigentlich so nicht auftreten dürften. Und das übrigens auch beim echten Zug nicht tun. Das sei nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Also mir ist keine Zugfahrt bekannt, bei der es durch eine sehr starke oder ja, Zug- oder Stoßkräfte zu einer Entgleisung gekommen ist. Jedenfalls nicht innerhalb der letzten 50 Jahre. Ich weiß nicht, wenn da jemand vielleicht jeden Eisenbahnunfalluntersuchungsbericht durchgelesen hat und da doch irgendwo etwas findet, wo aufgrund von besonders hohen Zug- oder Stoßkräften und wohlgemerkt jetzt bitte für Zugfahrten es zu solchen Problemen gekommen ist, auf offener, freier Strecke. So ein paar Fälle in Bahnhöfen sind mir auch bekannt. Das kenne ich, das ist kein Problem. Oder was halt, doch, das ist ein Problem, aber das ist jetzt hier für die aktuelle Situation, die aktuelle Fehlerursache nicht gerade wirklich von Relevanz. Bei den Bahnhöfen hat man eben besonders enge Bögen, da geht es hoch und runter teilweise, bei Ablaufbergen, bei Unterführungen und, was es da nicht alles gibt. Da ist schon ein gewisses Fehlerpotenzial da, oder Problempotenzial, um das mal so zu sagen. Aber auf der offenen Strecke, wo eigentlich überwiegend Zugkräfte herrschen, große Gleisradien verbaut sind, große Gleisbögen. Da ist mir sowas echt nicht bekannt. Deswegen, wer da was hat an Infos, gerne unten in die Kommentare mal hineintippen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Auch das ist eine Strecke, die ich unbedingt mal noch in die Realität fahren möchte. Also einmal irgendwie über den Hindenburgdamm drüber hinweg. Am liebsten natürlich mit einer 218. Ob das jetzt der Autozug ist oder ob das ein Intercity ist, das sei mir an der Stelle doch relativ gleich. Aber das wäre auf jeden Fall noch echt interessant. Das ist auch so ein Ding, so eine Strecke, so ein Fahrzeug, also sowohl als auch, was noch auf meiner Wunschliste mit draufsteht. Wobei ich auch die 218er schon aus der Realität kenne. Ein sehr schönes Fahrzeug, wie ich finde. Aber leistungstechnisch, finde ich, könnte sie etwas mehr hinter den Ohren haben. Ne, also was die Zugkraft angeht, für einen leichten bis mittelschweren Güterzugdienst okay. Aber für schwere Güterzüge, ja, würde ich meinen, doch eher ungeeignet. Es ist damit auch beförderbar, ja, aber das Richtige ist sie dafür nicht. Da leidet sie wirklich. Das sieht einfach so schön aus und genau deswegen gehen wir jetzt bitte mal ganz kurz noch in die Verfolger oder beziehungsweise in die Kameraperspektive. Irgendwie finden sich keine schönen Kamerapositionen, dann müssen wir sie uns eben selbst schaffen. Und den Zug an uns vorbeibrettern lassen. Besonders gefällt mir ja auch hier in dem Zugverband einfach jetzt die Konstellation der 218er, dass wir einmal eine schöne Verkehrsroute mit drin haben und dann eben eine in, naja, Türkis bzw. Ozeanblau-beige. Wobei, das ist eigentlich kein Ozeanblau. Das ist ja eigentlich eher so ein Türkis, ja, das ist eigentlich ein Türkis aus meiner Sicht. Also türkis-beige, weil es gibt sogar bei der Deutschen Bahn AG aktuell sogar mehrere Fahrzeuge, die in dieser Farbgebung unterwegs sind. Die haben aber teilweise sogar den echten, also den ursprünglichen Bundesbahn-DB-Keks an der Seite dran und auch vorne und hinten.
das... Oh, jetzt wird's spannend. So, jetzt speichern wir nochmal ganz kurz ab. Ich muss jetzt etwas anders reinbremsen, als dass ich das eigentlich machen würde. Ich weiß, so bremst man nicht, aber... Ach, wieso kommen jetzt nicht die dynamische Bremse? Ja, genau das Problem meine ich. Genau das meine ich. Schade. Ich bedanke mich trotzdem für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tut mir echt leid. Aber das Problem war es eben, was ich meinte. Trotzdem hoffe ich, hat dir das Video gefallen. Allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.